Inzwischen schon ordentlich weitergefahren und zwischenzeitlich an so einem schönen Rastplatz angekommen. Den kennt ihr vielleicht noch vom letzten Jahr. Jetzt machen wir hier mal ein kleines bisschen Halt, essen mal ein kleines bisschen was und dann werden wir mal noch so das letzte Stündchen hinter uns bringen und werden heute vermutlich beim Campspace einchecken. Aufgrund unserer Wäsche, dass wir die mal wieder ein bisschen waschen können, weil wir haben ja noch zwei weitere Wochen vor uns. Ich denke, das Wetter sollte halten, auch wenn es gerade noch sehr bewölkt aussieht. Aber ich bin zuversichtlich und zeige euch jetzt mal noch ein kleines bisschen von dem Rastplatz hier. Wir sind immer noch auf dem Campspace. Der Kleine will einfach mal in der Sonne auf seiner Decke spielen. Das ist ziemlich cool. Ich mache gerade Mittagessen und wir chillen einfach mal den ganzen Tag und lassen es uns hier gut gehen, obwohl wir nicht so Campingplatztypen sind. Aber hier ist es doch relativ angenehm. Der ist nämlich ziemlich klein. Und jetzt machen wir erstmal schön Mittagessen und dann schauen wir mal, vielleicht gehen wir nachher noch ans Wasser oder so. Ist auf jeden Fall sehr entspannt hier. Zwischenzeitlich den Campspace verlassen und sind jetzt in einem kleinen Örtchen Mora gelandet und machen hier mal so einen kleinen Stadtrummel. Gibt sogar eine kleine Fußgängerzone und jetzt werden wir mal schauen, was wir hier so finden, ob es interessant ist und dann fahren wir in das Örtchen Nusnes und dort kommen diese Holzpferdchen her, die werden dort geschnitzt, da bin ich schon mal gespannt, wie es da so funktioniert. Und ihr kommt einfach mal mit. Jetzt waren wir gerade in so einem Outdoor-Laden und Milli durfte mal Schneeschuhe anprobieren. Fand er natürlich extrem suspekt. Brauchen natürlich bei uns auch nicht, aber war cool für ihn das mal zu sehen. Der Mann war auch echt super freundlich. Ich hoffe, er hat sich nicht gedacht, dass wir jetzt gleich kaufen, weil wir haben Sommer.
Aber man muss auch dazu sagen, er hat es ihm freiwillig angeboten und hat sich eigentlich gefreut, dass er mit ihm die Schuhe anprobieren durfte. Also dementsprechend, glaube ich, war das schon voll in Ordnung. Da ist man mal 5 Minuten im Outdoor-Laden und schon ist die Frau nebenan im Geschirrgeschäft und kauft sich die nächsten Tassen. Ich war leider zu spät, aber nun gut, sei ihr gegönnt, sie hat es selbst bezahlt. So, wir sind jetzt in so einem kleinen Park hier, direkt neben der Innenstadt, bei so einer Küche. Und da ist irgendwie halbwegs schön angelegt und hier gibt es Himbeeren. Und der Kleine musste gleich mal welche mopsen. Hier gibt es noch ein Museum, welches wir jetzt auf jeden Fall nicht besuchen, weil ich glaube, das ist nicht so interessant für uns. Aber vielleicht für den einen oder anderen von euch. Packen wir mal in die Lieferbox und vielleicht interessiert es euch, findet ihr hier. Und dann gibt es hier mal noch eine alte Kutsche, zeige ich euch mal. Und ich glaube, hier gibt es Zimtschnecken. Da haben wir Lust drauf. Ach, und wir sind übrigens in dem Zorngarten. Das ist nämlich ein Maler, ein berühmter Maler, kenne ich nicht. Der hat hier mal, glaube ich, gewohnt. Und das war hier, glaube ich, sein Anwesen, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Keine Ahnung, ihr könnt ja mal nachlesen, ob das stimmt. Oder ist dir das zu schokoladig? Anders Zorn ist übrigens ein schwedischer Maler und Bildhauer gewesen und hat gelebt von 1860 bis 1920, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Und hier ist natürlich in dem Fall das Zornmuseum und dann auch der Zorngarten. Und seine Zeit war so Jugendstil, wenn ich das richtig im Kopf habe. Naja, wenn ihr es interessant findet, seid ihr hier auf jeden Fall richtig. Hier neben dem Park ist noch eine Kirche und der Kleine will unbedingt in die Kirche gehen. Ich glaube mal, er will beten, dass das Wetter gut bleibt. Das soll er mal machen. So, neben der Kirche ist direkt ein Friedhof und da ist gerade Beerdigung. Ich glaube, da sollte man nicht hingehen. So aus ethischen Gründen sollte man sich einfach erstmal irgendwie fernhalten, die Menschen trauern lassen über den Verlust, den sie hatten. Dementsprechend gehen wir nicht beten, dass es schönes Wetter wird oder schöneres Wetter bleibt. Und schauen einfach mal nach dem Wetterbericht. Thank you.
Hm.